Hey und ho, hier ist wieder der Vorbootler von minenarbeit.de. Wir spielen hier zusammen Minecraft. Ein schönes, geniales Spiel. Ich habe mal eben übernachtet. Wir spielen hier tatsächlich zusammen, denn viele von euch machen mit und schreiben mir Ideen und sonst was. Und hast du nicht gesehen, ne? Und dann auch noch. Und jetzt habe ich mal, ja genau, apropos sehen. Ich habe immer noch mein Texture Pack, immer das normale Texture Pack ohne die Spezialwolle drauf, fällt mir gerade ein. Das geht ja hier einfach so flott. Nein, ich zeige euch jetzt einfach mal auch, was in der Zwischenzeit noch passiert ist. Wir waren jetzt seit einigen Folgen da unten an unserem Skelett-Spawner da im Meer. Im See, Entschuldigung. Und hab ich gleich ganz vergessen, mal zu zeigen, was ich in der Zwischenzeit so gemacht habe. So, und zwar habe ich hier oben diesen Bereich etwas geändert, etwas ausgebaut. Das habe ich mal angedeutet, dass ich da so vorhatte, eine terrassenförmige Gartenanlage hinzubauen. Ja, und das habe ich hier angefangen und das habe ich euch auch nicht gedreht. Das habe ich, das wäre eine absolute Zumutung gewesen, denn da habe ich ungefähr so bestimmt drei Stunden habe ich hier an diesem, obwohl es noch gar nicht fertig ist, ja. Aber hier habe ich dann dran rumgebuddelt, um das in diese Form zu kriegen. Das war ja tierisch hoch, alles. Ja, und Bäume oben noch bis in den Himmel, keine Ahnung. Da kommt auch gerade eine Wolke angeflogen, ne? Und finde das auch ganz gut. Hier denke ich mal, naja, auf jeden Fall, das wäre eine Zumutung gewesen. Ne? 3 Folgen, das sind ja, was weiß ich, 17 Folgen oder so, hier 3 Stunden lang. Ne? Also, da habe ich einfach gesagt, komm, jetzt hier, ne? Machst du das mal alleine und das seht ihr, das so wird das sein hier irgendwie, das ist noch nicht fertig, jetzt würde ich das doch irgendwie bündig machen, keine Ahnung. Ja, den Boden hier noch ein bisschen, nee, hier kann man den nicht mehr bearbeiten, das ist nämlich dann schon die Decke von dem Raum, ja, da ist natürlich, diverse Planungsfehler sind aufgetreten, das Treppenhaus, was wir innen so schön angelegt haben, das konnte man jetzt nicht mehr gebrauchen, das habe ich also jetzt so geändert hier, ja, da seht ihr es noch, ne, das ist, ist jetzt eben irgendwie anders. Hier oben kommt auch so eine Terrasse hin. Da ist ein Creeper. Hahaha. Die heute nicht, mein lieber Freund. Heute nicht. Ja, sonst kriegst du mich immer. Aber heute kriegst du mich nicht. Heute krieg ich dich. Ja. So. Das war die Rache für letztens, als du mich hier fast in das Loch geschubst hast. Ne, da unten. Da kam er hier an, der alte Grünfink. Ein Sprengwurm, der vergammelte. So. Ja, hier eine schöne Terrasse. Hier kann man dann noch auf so diese Terrassengartenanlage noch so aufgehen. Mal gucken, wie ich das noch so mache. Weiß ich gar nicht. Mal sehen, ne? Ob der Beton hier, ob der so sein soll, ob ich da nicht auch noch weg muss und da Erde hin soll. Ja, gucken. Auf jeden Fall kann man hier so also schön rüber. Da kann man über den Berg kann man noch einen Weg anlegen. Warum auch immer. Nur einfach nur aus Jux und Dollerei. Ne? Ja gut, das würde ich euch dann jetzt hier mal gezeigt haben wollen. Und das habe ich euch damit dann auch gezeigt. Kann ich mich also... Ja, laufen wir die Treppe mal runter. So, das ist unser altes Treppenhaus. Da kommen wir jetzt auch irgendwann. Da kann man dann oben auch noch was... Da habe ich auch noch, ne? Hier habe ich eine Tür eingebaut. Klar, weil das jetzt hier alles offen ist da nach außen, ne? Und ich denke mal... So habe ich das dann so gemacht. Und dann ist ja auch ganz schön. Ne? Und jetzt wollen wir mal wieder raus zu unserem Spawner, damit wir da wieder weiterkommen. Wo geht's denn hier raus? Hallo. Noch eine Etage. So. Da, die Terrasse wollen wir mal anlegen. Erstmal gucken hier wieder. Aha, wieder Pfeile. Mensch. Werden wir hier verwöhnt. So, ich mach Tempo wieder da hinten hin. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das hier mit dem Eingang machen. Hier vielleicht so eine Tür rein. Treppe runter. Ah, ich stelle mir da schon gerade was vor meinem geistigen Auge. Ich stelle mir da schon gerade... Ja. Ja, warum nicht? Also hier mal ein bisschen noch graben. Ich grab hier auch mal runter. Ich bin noch mindestens also 3 Stufen, damit ich diese Idee, die ich da gerade habe, auch schon mal so andeuten kann. Eine Treppe habe ich auch nicht gebracht übrigens. Ne? Können wir uns da gleich auch mal runterhangeln. So.
was machst du denn da? Stehst mir da im Weg? Was habe ich gesagt? Noch weiter, ne? Da ist auch wieder so schöner Sandstein. Ach, herrlich. Das ist schön. Das ist wunderschön. Ja, ihr müsst auch verstehen, ja, ab und zu ist es vielleicht ein bisschen verwirrend, weil ich vielleicht manchmal über Dinge rede oder so, die dann gar nicht mehr aktuell sind, so im Video. Ihr müsst halt verstehen, dass ich hier nicht jeden Tag einfach ein Viertelstunde Video drehe, sondern ich habe Sessions, ich habe Dreh-Sessions, ja, in denen ich mehrere Folgen abdrehe. Das heißt, die werden dann natürlich, was weiß ich, teilweise über eine ganze Woche verstreut herausgegeben. Ja. Also wenn ihr zum Beispiel teilweise, was weiß ich, donnerstags ein neues Video von mir seht, dann kann es gut sein, dass ich dieses Video den Samstag davor schon gedreht habe. Ne? Und alles, was in dieser Woche inzwischen passiert war, in euren Kommentaren und so, von anderen Videos, ne, das kann ich dann natürlich noch gar nicht da einfließen lassen. Also nicht, dass ihr euch wundert, manchmal dauert meine Reaktion eben mehrere Folgen lang, was dann schon mal eine Woche sein kann oder länger, ne? Das liegt einfach daran, dass ich halt wirklich nicht pro Folge jeden Tag irgendwie drehe, sondern ganze Sessions mache, ne? Weil es sonst einfach völlig langweilig ist, jeden Tag sich da hinsetzen, eine Folge drehen, dann, ne? Das geht auch überhaupt nicht, weil man muss auch mal so ein bisschen, sich ein bisschen Luft verschaffen, dass man mal ein paar Tage, was weiß ich, nicht drehen muss, ne? Sich die Stimme wieder erholt und so Geschichten. Weiß gar nicht, vielleicht lasse ich das erstmal so, weil ich weiß noch nicht, wie ich das ausbaue hier. Erstmal nur noch weiter nach unten. Das ist ganz gut. Kohle, Kohle haben wir auch noch. Ja, das ist einfach nur, viele denken das vielleicht ein bisschen, warum. Mensch, ich hab da kommentiert und der geht da einfach nicht drauf ein, ignoriert er mich, mag er mich nicht und so. Und es hat einfach was damit zu tun, ist unpraktikabel ist für mich, da immer auf jeden Tag irgendwie eine Folge so live zu drehen. Ich mache auch keinen Live-Dingensbums. Ne, Live-Cam kriegt er woanders geboten. Ne, ich mache das nicht, weil das ist für mich einfach, ja, unpraktikabel. Ja. Mir macht das lieber Spaß, so wenn ich mal, was weiß ich, so einen schönen, so einen Samstag oder könnt ihr euch ja vorstellen, halt, oder mal irgendwann abends mal oder am Wochenende hier mal, wenn man so ein bisschen Ruhe hat und ein bisschen zocken will, dann plötzlich hat man die Idee, ja komm, jetzt drehst du auch mal ein bisschen dabei, ne? So läuft die ganze Geschichte. Ne? So, ach, ich denke mal, den Raum können wir ja auch tatsächlich ein bisschen größer machen. Das ist ja unser Arbeitsraum dann später, wo wir die ganzen Sachen einkassieren. Ach, Silber, ich liebe Silber. Ah. Wird es etwa dunkel draußen? Beziehungsweise hier, also wir sind hier draußen. Nee, kann ja nicht schon dunkel wieder werden, oder? Sind wir so lange wieder unterwegs? Nein. Nein. Mach hier keinen Unsinn. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Immer diese... Wie tief müssen wir eigentlich? Das wäre vielleicht auch mal ganz interessant zu wissen. So. Da Sandstein, das ist einfach so schön. Ich kriege mich da gar nicht drüber ein, ne? Das ist einfach... Ja komm, das machen wir auch noch weg hier. Das kann ruhig breiter sein alles. So. Grunzt da einer? Werden wir hier gerade angegrunzt? Ja. Zombie? Wo kommt der Zombie her? Der kann ja nur neben uns irgendwo sein. Das geht ja sonst nicht. Oben ist ja helllichter Tag. Der würde ja verbrennen. Der Arme. Und wenn er nicht verbrennen tät, ne, dann würden wir das für ihn erledigen. Weil wir ein paar harte Kämpfer sind. Apropos harte Kämpfer, ne? Der Fluch des Morkan ist in Produktion. Nimmt Formen an. Und ich hoffe, es wird euch gefallen. Ich bitte immer nur wieder einfach um euer Verständnis, ne? Dass es ein bisschen länger dauert. Das ist eben auch wieder so eine Zeitmanagement-Sache. Es geht auf jeden Fall mit der Let's Show-Serie weiter. Wir reisen nach Emlomar, auf jeden Fall. Ne? Auf jeden Fall. Und ich habe dieser nächsten Staffel von den Let's Shows einfach den Namen gegeben. Fluch des Morkan.
weil darin eben auch so eine Art, ja, kleine Geschichte erzählt wird, um die Sache einfach mal ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten, dass es nicht einfach so ein normales Let's Play ist. Quatsch, 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 Let's Show. Jetzt mal nicht die Dinge hier durcheinander bringen, dann kommt ja keiner mehr mit, ne? Also jetzt spielen wir gerade Let's Play in unserer Swampweed-Welt. Aber ich habe eben auch noch die Let's Show-Reihe. Da könnt ihr auch, ich habe Playlists auf meinem YouTube-Channel, ne? Guckt da mal, dann könnt ihr euch das angucken. Das sage ich jetzt auch für die Leute, die jetzt ein bisschen neuer dabei sind. Denn da gibt es viel schöne Sachen zu sehen, kleine Geschichten und musikalische Beiträge und all solche Geschichten. Ja, und das mit Fluch des Mokkan möchte ich das eben genauso anfangen, dass ich da eben so eine etwas ein bisschen anders mache als so ein normales jetzt Show, wo man einfach was weiß ich, durch deine Stadt da läuft und dann hier, das ist das und das und das habe ich da und hier ist das, das habe ich hier gebaut und hier ist das auch schön und dann habe ich das gebaut. Ne? Da habe ich keine Lust drauf, denn das mache ich im Grunde ja schon hier. Ne? Kohle haben wir denn? Wo? Da unten ist die Kohle. Ach, ich komme noch nicht so richtig klar mit der Sortiererei. Silber lassen wir auch hier. Das soll es ja nicht verloren gehen. Leiter, komm, dann schlafen wir eben. Video hat noch ein bisschen Zeit, also können wir auch noch ein bisschen was gepackt. Das zieht sich so in die Länge, aber ihr wollt das ja manchmal so, ne? Es ist immer verschieden, ne? Manchmal macht man so hopp hopp und dann sagen alle, ach, warum filmst du das denn nicht? Ja, ganz sehen, wie du alles freischaufelst, ne? Jeden Stein. Und dann machst du das mal ein bisschen länger, so ausführlich. Dann kommt der Nächste und sagt, ach Mensch, mir so schade, will hier nichts mehr, was weiß ich, hier nicht mehr durch die Gegend ziehen. Und man kann es nicht allen recht machen. Ich lasse hier einfach mal so laufen, wie es kommt. So, vielleicht können wir auch mal eben. So, dass man, ist alles okay hier, ja. So. Da sind wir, ach so, jetzt sollte ich diesen Eingang mal so ein bisschen. Vielleicht schütten wir hier. Sand habe ich jetzt natürlich nicht dabei, aber wenn man jetzt hier den Eingang zwischen macht, dann kommt man hier rein. Und dann hier vielleicht so ein Holzboden. Und dann da solche schönen Treppen nach unten. Oder wird das vielleicht zu eng dadurch? Hab ich Holz dabei? Ja, hab ich dabei. Ich baue mal eben hier so ein paar Holzbretter. Kann ja alles verarbeiten hier. Ja, so. So, aber können wir die Werkbank können wir auch mal eben hier hinstellen. Extra mitgenommen. Dann kann die auch hier hingestellt werden. Was hatte ich denn vor? Ja, hier macht man mal solche Slabs. Halbstein, ne? Ach Quatsch, Halbholz. Halbhölzer sind das jetzt. Halbholzplatten. Huch. Ich erschrecke mich da immer. Vielleicht hier so hin? Das ist doch ganz nett. Ja, wenn man dann hier so reinkommt, so doppelspurig. Und wie würde dann hier so eine Treppe abgehen? Wo käme die dann auch raus? Oder man macht die wirklich nur so in einer Richtung rum. So wendeltreppenartig. Also die können wir aber auch steil machen. Da brauchen wir jetzt nicht so eine schicke Halbsteintreppe. So eine flache. Ne? Das ist ja hier so ein richtig Arbeitsbereich. Und kann alles ein bisschen grobschlächtig sein. Ne? Mal sehen. Ich denke mal, das sollte sogar schon an Treppenstufen reichen. Ich nehme auch Holz. Das ist so schön im Einklang hier mit dem Koppelstein. Achso, warte mal. Dann brauchen wir noch ein paar Slabs mal auch noch. Mach die doch mal eben hier. Halte ich hier nicht so lange auf. So. Sehen wir mal nach. Ja. Da eine Treppe hin, die wir gar nicht dahin hängen jetzt. Ach so, ach, das war jetzt wieder so ein. Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich viel auf dem Server auch bin, wo ich da so mit aufbauen muss und da vergisst man einfach schon mal, dass man jetzt, was weiß ich, keinen Gottmodus hat. Ich vergesse auch gerade wieder, dass hier irgendwie die Zeit fürs Video abgelaufen ist. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.